Ich verstehe das nicht, Pia. Warum hat denn Becky Herrn Grupp diesen Streich gespielt? Also ich hatte so eine Vermutung, weil letztens hat Becky mir noch gesagt, dass sie so einen Zipkläster total cool findet. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, das war am selben Tag. Hey Leute, guten Morgen. Ach, hey Becky, wir haben gerade von dir gesprochen. Ja, von mir? Warum denn? Also was wollt ihr denn von mir wissen? Jetzt mal ganz ehrlich, Becky, das warst du doch nicht mit den Streichen, oder? Warum solltest du das tun? Ich glaube, Herr Grupp ist ganz schön sauer auf dich. Becky, ich finde, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Und wenn, hättest du uns doch vorher eingeweiht in deine Pläne, oder? Ja, ihr kennt mich ziemlich gut. Also eigentlich war das nur wegen diesem Jungen. Und ich habe gehört, dass der auch manchmal nachsitzt. Und dann wollte ich auch unbedingt nachsitzen, um ihn kennenzulernen. Da vorne steht er. Der da hinten in diesem gelb-grünen T-Shirt. Der? Könnt ihr ihn sehen? Stimmt, der geht nicht in die 5. Klasse. Und ja, der ist ganz süß. Aber Becky, der ist mindestens 2 Jahrgänge über uns. In den hast du dich verguckt? Oh, er ist echt total süß und ich glaube, alle Mädels stehen auf ihn. Ich meine, der ist in der 7. Klasse, ich bin mir aber nicht sicher. Oh. Ja, und ist auch egal, komm, ich gehe da jetzt hin. Ich spreche ihn einfach mal an, vielleicht will er dich ja auch kennenlernen. Hier kommt hier der Flirtcoach. Hier, nein, lass das sein, stopp. Also Becky, ich finde, das war die falsche Taktik. Jetzt musst du nachsitzen und Herr Grupp denkt, dass du total frech bist und total viele Streiche spielst. Na gut, also wenn meine Hilfe hier nicht gebraucht wird, lass uns in den Unterricht gehen. Hey Becky, was ich dir noch sagen wollte, also du bist schon ziemlich mutig. Das, was du mit dem Lehrer da gemacht hast, die Streiche waren ziemlich cool. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt sahnt Becky dafür die Lorbeeren ab. Ja, danke. Das hat der Grupp aber auch sowas von verdient. Mann, der ist so richtig komisch. Also ich kriege hier noch zu viel, jetzt gibst du damit sogar an, das, was du mir angetan hast, einem Lehrer. Oh Mann, ganz schlechtes Timing. Herr Grupp ist mächtig wütend. Also Becky, gerade von dir hätte ich das nicht erwartet. Du machst doch so einen tollen Eindruck. Und wenn was ist, dann komm doch bitte nach dem Unterricht zu mir, aber nicht so. Auch wenn ich Herr Grupp heiße und ab und zu sehr grob bin, ich kann auch lieb sein, man kann auch mit mir reden. Oh Mann, ja, tut mir leid, Herr Grupp, so war das nicht gemeint. Naja gut, Schwamm drüber, ist jetzt in Ordnung. Ich möchte jetzt ein bisschen Mathe machen, weil das erfreut mich. Becky, du musst irgendwie den Weg finden, ihm die Wahrheit zu sagen, weil sonst wird er dich das ganze Schuljahr nicht leiden können. Aber wie soll ich das machen? Aus der Nummer komme ich doch jetzt gar nicht mehr raus, Hanna. Oh. Herr Grupp, darf ich Sie einmal stören? Ach, Frau Lieb, wenn Sie es sind, dann natürlich. Sie dürfen immer stören, Sie stören nicht. Geht es um das Nachsitzen? Hier vorne sitzt sie. Ja, ja, die hier. Das ist die Becky. Oder Rebecca natürlich. Also Rebecca, heute nach dem Unterricht direkt zu mir ins Sekretariat kommen. Da wirst du dann noch mit jemandem anderen nachsitzen müssen. Frau Blume wird euch betreuen. Also wer der andere wohl ist, frage ich mich. Hoffentlich dieser Siebtklässler, wie heißt der wohl? Naja, eine gute Sache hat es auf jeden Fall. Jetzt muss ich nicht nachsitzen. Das kann schön Becky für mich übernehmen, wenn sie schon damit rumprallt. Herr Grupp, hat sich das dann wieder mit ihrer Hose geklärt? Also, geht's ihm wieder besser? Wie soll ich das erklären? Das war die Schülerin Becky halt und ja, da war Juckpulver drin. Die Hose, die kann ich jetzt vergessen, aber können wir das später vielleicht besprechen? Oh, jetzt habe ich Herr Grupp total in Verlegenheit gebracht. Okay, jetzt können wir aber offiziell starten. Wobei, wenn ich mir jetzt denke, wenn ich hier die Tafel anfasse, dann kommt doch bestimmt Schleim runter. Diesen Kindern kann man nicht mehr trauen. Wie wär's denn, wenn wir direkt hier nach dem Unterricht zu mir gehen? Da können wir was zusammen spielen. Das wird doch cool. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Geht leider nicht, Pia. Ich muss direkt hier nach dem Unterricht nachsitzen. Das hat doch die Frau Lieb gerade schon gesagt. Oh Mann. Aus dem Weg. Pass mal auf, du. Die ganzen Streiche, ne, die waren nicht von dir, das weißt du ganz genau, die waren von mir. Also denk jetzt nicht, dass du cool bist. Ich denke nicht, dass ich cool bin. Also ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ronja, jetzt lass sofort meine Freundin Becky in Ruhe. Wir werden verhindern, dass du sie fertig machst. Ja, ja, ist mir vollkommen egal. Viel Spaß beim Nachsitzen, Becky. Oh Mann, Becky, mit der würde ich mich wirklich nicht anlegen. Die hat Hannah ganz schön in der Grundschule gemobbt. Das war echt hart. Rebecca, bist du dann soweit? Es startet gleich das Nachsitzen. Jetzt gehört, Leute. Viel Spaß, ich kann leider nicht dabei sein. Ja, schade. Oh Mann. Oh Mann, ob das es wert ist? Nur wegen diesem Jungen? Also Becky, du wärst am besten da. Da kommt gleich noch ein weiterer Schüler. Und dann natürlich auch Frau Blume. Ich frage mich echt, wer denn der andere Schüler ist. Auf jeden Fall ein Junge, sonst hätte sie Schülerin gesagt, glaube ich. Dann gucken wir doch mal hier im System nach. Nachsitzen, da steht dein Name und Ricardo, Klasse 7. Ja, Ricardo aus der 7. Klasse ist der andere. Ja, das bin ich. Ich bin der Ricardo. Ich bin hier zum Nachsitzen. Oh Mann, das ist ja wirklich. Das ist der Junge. Oh Mann, hab ich ein Glück. Also gut, ihr zwei. Ihr seid die Einzigen, die nachsitzen müssen heute. Gleich kommt noch die Lehrerin und die wird euch dann betreuen. Hey, ich bin Ricardo. Hat sie ja schon gesagt. Na, was geht? Alles klar bei dir? Ich bin Rebecca. Cool, cool.
Wie heißt du jetzt nochmal? Ich hab's nicht ganz Becky, verstanden. Becky, Becky. Ah, cooler Name. Und weswegen bist du hier? Ich hab Herrn Grob, hab ich Streiche gespielt. So eine Schleimlawine auf seinen Kopf. Und ich hab ihm Juckepulver auf den Stuhl getan. Ist das dein Ernst? Bei Herrn Grob oder wie? Bei dem würde ich mich das niemals trauen. Bei dem traue ich mich noch nicht mal zu reden. Heftig. Oh Mann, ich glaube, das konnte richtig gut bei ihm punkten. Ich glaube, er findet mich cool. So, Kinder, da bin ich. Nachsitzen wird unten im Chemieraum stattfinden. Mir nach. Oh nein, nicht bei der. Bei der gibt's wahrscheinlich wieder irgendwelche Aufgabenblätter. Ich musste schon so oft nachsitzen bei ihr. Oh, Ricardo, du kennst das ja schon. Und hier, zwei Aufgabenblätter. Ihr habt eine Stunde Zeit. Eieiei, ich werde mich in dieser Zeit um diese Blume kümmern. Die ist ja total vertrocknet. Och, du Arme. Frau Blume kriegt das wieder hin. Was steht da denn? Die Aufgaben, die kann ich nicht lösen. Oh Mann, nachher muss ich nochmal nachsitzen dafür. Lass mal sehen, Becky. Aha. Oh, das ist sowas von einfach. Das ist doch Stoff aus der 5. Klasse. Das hatte ich vor 2 Jahren, also ich kann das schon alles. Warte, ich übernehme das. Mach dir keine Sorgen, ich mach die Aufgaben für dich. Bitte was? Hat er das gerade wirklich gesagt? Oh Mann, der hält wirklich seine Hand für mich ins Feuer. Wow, cool, beeindruckend. Na, ich mach das schon. Aber vielleicht springt da ja was beim Schulkiosk für mich raus, oder? Hä? Oh mein Gott, er ist wirklich der coolste Junge dieser Schule. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Oh Mann, Leute, Emma, die hat mich heute schon so aufgeregt. Die hat mich dafür verantwortlich gemacht, dass sie letztes Jahr nicht alles vom Weihnachtsmann bekommen hat. Dabei hatte die so viele Wünsche. Total unverschämt von ihr. Ich glaube, je älter man wird, desto unwichtiger wird Weihnachten. Aber für die Kleine ist das wahrscheinlich eine Riesensache. Hallöchen, darf ich kurz stören? Ach, hallo Herr Grob. Nein, Sie stören nicht. Sind Sie wieder wohlauf? Wie geht's Ihnen? Ah, ich habe mich ganz gut erholt. Es geht mir schon viel, viel besser. Ich wollte eigentlich zu der Becky. Zu mir? Wieso denn? Wegen dem Nachsitzen etwa? Ja, also Frau Blume war begeistert von dir. Also solche Aufgaben von einer Fünftklässlerin und direkt gelöst. Alles richtig, also super. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass das alles so gut lief. Na gut, Kinder, wir sehen uns dann im Unterricht. Becky, warum kriegst du denn dann die Lorbeeren? Die hat doch dieser Ricardo für dich gemacht, die Aufgaben. Ja, genau. Du hattest doch ein kleines Helferlein beim Nachsitzen, oder? Das hast du uns doch erzählt. Zum Glück war der da. Ja, stimmt, genau. Und ich hab da noch irgendwie was hinter mir. Guck mal bitte, Pia, eben. Meinst du das hier? Für wen sind die denn? Das sind Weingummis. Die habe ich gerade beim Schulkiosk geholt. Und die werde ich jetzt Ricardo geben als kleines Dankeschön. Er meinte ja, vielleicht springt was für ihn raus beim Schulkiosk. Boah, das macht die jetzt wirklich? Hätte ich nie gedacht. Die ist super mutig. Oh, Becky, jetzt musst du deinen ganzen Mut zusammennehmen. Da vorne steht er. Ricardo, was hattest du eigentlich letztens in der Chemiearbeit? Ach ja, eine 2-, war ganz okay. Das ist doch voll gut. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Was sitzt du denn hier? Du hast ja Nerven, hier als Fünftklässlerin aufzutauchen. Ich wollte eigentlich, Ricardo, hey. Ja, ist ja gut, ihr seid nicht meine Bodyguards hier in der Schule. Hey, wie geht's dir, Becky? Gut. Ich hab hier was für dich, und zwar als kleines Dankeschön, weil du mir geholfen hast beim Nachsitzen. Oh, das sind ja meine Lieblingsweingummis. Vielen Dank. Echt, vielen Dank. Wo wusstest du das? Wusste ich nicht. Hab ich nur geraten. Cool. Schön, dass dir das gefällt. Oh, sie kommt schon wieder. Mal sehen, wie es gelaufen ist. Da bin ich ja gespannt. Puh, das lief ganz gut eigentlich. Jetzt schnell weg. Becky, hey, bleib doch noch. Na egal, ciao. Was sollte das denn? Was willst du denn von der, von diesem Baby? Ricardo, du willst dich aber nicht mit der abgeben, oder? Was soll das denn heißen, mit der? Die ziehen total über mich her, bestimmt, weil ich im Rollstuhl sitze. Boah, High Five, Becky! Ja, du bist total mutig. Ich hätte das nie gedacht, dass du das machst. Ich hätte mich das auch nicht getraut. Ja, war ganz okay, aber die eine, die hat noch irgendwas mir hinterhergerufen. Die hat sich bestimmt über mich lustig gemacht, weil ich im Rollstuhl sitze. Ah, das glaube ich nicht. Du bist total mutig. Lass die anderen ruhig reden. Das hast du richtig klasse gemacht. Ja, genau, Becky. Mach dir nichts draus. Und ich glaube, er mag dich auch. Er hat richtig gut reagiert. Meinst du? Oh nein, es hat geklingelt. Jetzt müssen wir zum Unterricht. Na dann mal los, sonst kommen wir zu spät. Hey, Becky, warte mal. Was ist denn? Oh, er hat mir zugezwinkert. Jetzt schnell weg. Ich bin total rot geworden. Oh, da bin ich schon wieder in diesem Klassenraum, wo ich ohnmächtig geworden bin. Habe ich keine schöne Erinnerung dran, aber... Oh, Herr Grob, das wird schon. Okay, Leute, also das sind die Aufgaben für heute. Und Becky, du hast natürlich einen kleinen Vorteil. Diese Aufgaben, die gab es schon beim Nachsitzen bei dir. Möchtest du vielleicht starten? Oh Mann, was ist, wenn Ricardo wirklich mich mag? Und vielleicht werden wir ja ein Paar. Das wäre der absolute Wahnsinn. Hallo, Becky, ich rede mit dir. Hallo, ich habe dich drangenommen. Becky, soll ich dich schütteln? Herr Grob redet mit dir. Bist du in der Traumwelt? Was? Wo? Ich habe nicht zugehört. Solltest du aber besser. Also, deswegen habe ich dich denn sonst hier gelobt. Hätte ich es lieber nicht gemacht. Oh Mann, Becky, du warst ja voll neben der Spur im Unterricht. Was ist denn los?
Ja, du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Denkst du etwa nur an Ricardo? Oh, ich weiß auch nicht. Er hat mir einfach total den Kopf verdreht. Oh, ich wusste, dass ich dich hier abfangen kann. Hey, Becky, warte doch mal kurz. Ricardo, was machst du denn hier? Wir müssen weiter. Bis gleich, Becky. Lasst euch nicht stören, ne? Du warst so schnell weg und ich meine, ich habe mich gar nicht bei dir bedankt für die Weingummis und das wollte ich ja richtig machen. Wieso? Du hast doch Danke gesagt, das reicht doch. Ja, danke, aber ich wollte mich so richtig bei dir bedanken. Wie, du hättest mir ja was basteln können oder so. Nee, basteln ist nicht so mein Ding. Hier. Oh mein Gott, Pia, wir haben hier den besten Platz. Hast du das gerade gesehen? Ja, der hat sie geküsst. Hat sie geküsst. So, jetzt muss ich aber auch los. Sorry, bis dann. Ich glaube, ich krieg keine Luft. Oh, kann ich Ihnen weiterhelfen? Also, was ist denn? Soll ich einen Notarzt rufen? Nein, alles in Ordnung. Becky, wir haben alles gesehen. Was war das für eine Situation? Ich weiß auch nicht, es war einfach phänomenal. Wow. Claudia Vogel, hallo, guten Morgen. Ach, Becky, du bist's. Warum rufst du denn so früh an? Hanna ist, glaube ich, noch gar nicht fertig. Einen Moment mal bitte. Hanna, Telefon für dich, Becky. Becky, ich putz gerade meine Zähne, komm gleich. Was möchte Becky denn heute Morgen? Ich sehe sie doch gleich in der Schule. Ist es irgendwas Dringendes, Becky? Also Hanna kommt gleich, einen Moment noch Geduld. So, ich bin da. Gib mir mal den Hörer, Mama. Hey Becky, was ist los? Bist du krank oder so? Soll ich in der Schule Bescheid sagen? Krank? Becky ist krank? Was hat sie denn? Nein, sie ist nicht krank. Mama, das ist privat. Hallo. Oh, Entschuldigung, ich habe mir nur ein bisschen Sorgen um deine Freundin gemacht. Ist ja gut. Also Becky, wenn du mich fragst, ich würde Ricardo jetzt noch nicht fragen, ob ihr zusammen sein sollt. Also Becky, trefft euch doch einfach noch ein paar Mal und dann kommt das alles von ganz alleine. Also das klappt schon mit dir und Ricardo. Hm. Ricardo? Wer ist denn Ricardo? Ich hab den Namen noch nie gehört. Also Becky, wir sehen uns später. Dann sprechen wir einfach weiter. Meine Schwester nervt. Ich muss auflegen. Aha, mit wem hast du denn da telefoniert und wer ist dieser Ricardo? Oh Mann, Emma, das geht dich gar nichts an. Also irgendwas versucht Hanna zu verheimlichen. Ich muss der Sache unbedingt auf den Grund gehen. Oh Mann, erst will Mama mithören, dann ist Emma auch noch so neugierig. Das geht alles gar nicht. Jetzt gehe ich zur Schule und dann kann ich ganz in Ruhe mit Becky reden. Mama, weißt du, wer Ricardo ist? Ich habe das noch nie gehört. Wer ist das? Ist das so ein Junge? Ich glaube, Hanna ist in den verliebt. Ricardo, den Namen habe ich auch noch nie gehört. Aber meinst du wirklich, Hanna ist in ihn verliebt? Ich meine, Becky war am Telefon. Oh Leute, könnt ihr es nicht einfach mal lassen? Warum müsst ihr immer in meiner Privatsphäre rumschnüffeln? So, und wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann sage ich es jetzt eben. Also, Ricardo ist Beckys Schwarm. Jetzt habt ihr es. Tschüss. Oh Mann, das war doch ein Geheimnis, was ich unbedingt lüften wollte. Dann muss ich mir ein neues Rätsel suchen. Na toll. Ja, Becky, aber ich meine, du hättest mich doch auch anrufen können wegen Ricardo. Ich kann dir auch Tipps geben, was Beziehungen angeht. Danke für deine Hilfe, Pia. Aber ich glaube, Hanna hat mehr Erfahrungen mit Jungs. Und deshalb habe ich sie angerufen und nicht dich. Sorry. Hey, guten Morgen, da bin ich. Hey Hanna, wir haben gerade von dir gesprochen. Es geht mal wieder um Ricardo. Hast du dir ja auch denken können. Ach, das habe ich mir schon gedacht. Und weißt du was, Becky, du kannst mich immer anrufen. Vor der Schule, nach der Schule. Also wenn du Hilfe brauchst, bin ich immer für dich da. Oh, das ist wirklich nett, Hanna. Oh Leute, ich habe die Nacht kaum schlafen können. Eigentlich schon seitdem Ricardo mich geküsst hat, bin ich einfach total neben der Spur. Ach nee, schau mal an, wer da hinten ist. Da ist diese Becky. Ich verstehe überhaupt nicht, was Ricardo von der will. Ich finde auch, dass Ricardo und die passen überhaupt nicht zusammen. Die sollen mal gefälligst die Finger von ihm lassen. Ich habe keine Zeit, Mädels. Ich muss vorbei. Was hat der denn da in der Hand? Und warum sagt er noch nicht mal Hallo zu uns? Ich will ja nichts sagen, aber ich sag mal so, Ricardo auf 12 Uhr, der kommt direkt auf uns zu. Hey, ihr, alles klar bei euch? Kann ich kurz stören? Nur ganz, ganz kurz. Klar, Ricardo, na, wie geht's? Also ich hätte hier so einen Brief für dich und den kannst du mir ja zurückgeben irgendwann. Oh Mann, ein Brief. Und sie soll den zurückgeben. Da steht bestimmt die Frage aller Fragen drin. Wollen wir zusammen sein? Danke, Ricardo, aber was steht denn da drin? Kannst du ruhig jetzt sagen. Nee, ganz bestimmt nicht. Dafür ist doch der Brief da. Einfach nachlesen. So, ich bin jetzt weg. Becky, mach ihn sofort auf. Ich will wissen, was da drin steht. Oh, das kann doch echt nicht sein. Das hat er doch jetzt nicht wirklich gemacht. Der hat einen Brief gegeben. Ja, was stand da wohl drin? Ich kann euch das irgendwann erzählen, aber warum regt ihr euch denn jetzt so auf? Was ist los mit euch? Also ich kann doch mal erwarten, dass ihr euch für mich freut. Oder ihr seid doch meine Freunde, oder nicht? Warum? Was soll das jetzt gerade? Warum regt ihr euch auf? Oh Mann, wir müssen auf jeden Fall rauskriegen, was in diesem Brief drin steht. Ja, Ricardo wird uns das niemals sagen. Oh, Kinder, was macht ihr denn hier? Es hat schon längst geklingelt. Ab in die Klassen und nicht mehr hier im Pausenhof, bitte. Becky, los, mach schon den Brief auf. Ich will auch wissen, was da drin steht. Ich glaube, das mache ich lieber ganz in Ruhe. Oh, dieser Brief von Ricardo. So, wir sehen hier die Seiten des Dreiecks A, B und C. Becky, was steht in dem Brief?
Pia, das sage ich dir doch jetzt nicht hier mitten im Unterricht. Später vielleicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch der ganzen Klasse erzählen. Oder ihr seid ruhig. Das ist jetzt Mathe. Das ist ganz, ganz wichtig. Becky, jetzt lies endlich den Brief. Ich kann es kaum erwarten. Wo war ich denn jetzt? Okay, bei diesem Dreieck. Okay, A, B und C. Sind die denn alle gleich lang? Na gut, ich werde ihn schon lesen. Liebe Becky. Hm? Ja, was machen die denn da hinten? Lesen die etwa Briefe oder schicken die sich Zettel hin und her? Das ist meine Chance, einen guten Eindruck zu machen bei Grob. Wollen wir zusammen zusammen? Oh, ich hab's gewusst. Das ist die Frage aller Fragen. Herr Grob, die lesen da Zettel und schreiben sich Zettel hin und her in ihrem Unterricht. Also das gibt es doch nicht. Ich hab eben doch schon was gesagt. Warum tut ihr sowas und warum in meinem Unterricht? Jetzt ist hier aber Schluss. Aber der Zettel, der gehört mir. Oder? Ja, was steht denn hier? Liebe Becky, wollen wir zusammen zum Weihnachtsmarkt? Ja, nein, vielleicht auch das hier putzig, aber nicht in meinem Unterricht. Becky, das tut mir leid. Ich habe dich die ganze Zeit gedrängt, den Brief zu lesen und jetzt ist er weg. Das war echt meine Schuld. Oh, das ist sowas von peinlich vor der ganzen Klasse. Ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Na gut, ich weiß ja jetzt, was im Brief drin steht. So, der kommt jetzt sofort ab in deine Tasche, damit das klar ist. Und ich werde gleich ein richtiges Lob kriegen, dafür, dass ich die gepetzt habe. Ronja, jetzt einmal kurz zu dir. Also, petzen, das macht man normalerweise auch nicht, oder? Hä? Oh, das kann doch nicht sein. Da will ich einmal einen guten Eindruck machen und dann sowas. Mann! Oh, toll, jetzt hat es geklingelt. Naja, gut, wir machen dann weiter mit dem Dreieck in der nächsten Stunde. Oh, Leute, das war sowas von peinlich gerade. Aber zum Glück hat der Grob mir den Zettel wiedergegeben. Sonst kann ich Ricardo auch gar nicht antworten. Ich muss sofort einen Stift oben holen. Bin gleich wieder da. Oh, das ist unsere Chance. Sie ist ohne ihre Freundin unterwegs. Ja, wir müssen unbedingt an diesen Brief rankommen. Hey, hey, du, warte mal. Hm? Och nee, nicht ihr. Was ist los? Sag mal, was steht denn da in diesem Brief drin? Den würde ich gerne mal lesen. Warum solltet ihr den lesen? Den hat Ricardo mir geschrieben. Das geht euch gar nichts an. Oh Mann, stell dich nicht so an. Gib uns jetzt diesen Brief her. Hey, das ist meiner. Das hol ich mir. Gib jetzt sofort diesen Brief her. Was ist los? Oh Mann, wie verteile ich den Brief total? Nein. Na, wenn sie nicht will, dann müssen wir ihnen ein bisschen nachhelfen. So, jetzt habe ich den Brief. Was hast du jetzt davon? Oh Mann, Ricardo will einfach nur mit ihr zum Weihnachtsmarkt. Das hätte er uns auch sagen können. Und hör mal, du wirst schön Nein ankreuzen. Du gehst nicht mit Ricardo zum Weihnachtsmarkt. Komm, wir müssen los. Weg hier. Hilfe! Oh nein, Becky, was ist denn passiert? Was ist hier los? Oh komm, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich hoffe, du bist nicht verletzt oder so. Alles in Ordnung, Becky? Wie ist das denn passiert? Erzähl mal. Also ich bin aus meinem Rollstuhl gefallen, weil, der Brief ist mir runtergefallen und dann habe ich mich so vorgebeugt, ja. Ach, das ist ja der Brief aus dem Unterricht, oder? Ich glaube, der bedeutet dir einiges. Ja, kann das sein? Schön. Da ist sie ihn wieder. So, bis dann, Becky. Und sei vorsichtig, ja, bitte. Pass gut. auf dich auf. Oh, Mann. Ich konnte es Herr Grob jetzt nicht sagen. Ich weiß auch nicht. Was hat Ricardo nur für Freunde? Becky, ist alles in Ordnung bei dir? Du wirkst irgendwie heute so abwesend. Nee, schon gut. Ich bin nur mit meinen Gedanken beschäftigt. Becky, ich merke das doch. Irgendwas bedrückt dich. Was ist denn los? Du kannst es ruhig uns sagen. Ach, ich frage mich nur, warum Ricardo so blöde Freunde hat. Diese beiden Mädels. Ich kann die nicht ausstehen. Du hast recht. Er hätte sich wirklich nettere Freundinnen aussuchen können. Warum gerade die? Habe ich mich auch schon gefragt. Und wie sie da so mit ihm stehen, das regt mich total auf. Das sind richtig fiese Leute. Naja, irgendwas Nettes müssen sie an sich haben, sonst wäre Ricardo ja nicht mit denen befreundet. Nett? Auf gar keinen Fall. An denen ist überhaupt nichts Nettes. Die sind einfach nur fies. Hm, Becky, was ist denn los? Ist irgendwas vorgefallen? Oh, eigentlich wollte ich es überhaupt nicht sagen. Ich wollte es eigentlich irgendwie mit mir ausmachen, aber die haben mich letztens aus dem Rollstuhl geschubst, weil die auf an meinen Brief wollten. Die haben was gemacht? Das können die doch nicht einfach machen. Das geht gar nicht. Also, ich habe genug gehört. Jetzt kriegen wir es mit mir zu tun. Komm, wir werden jetzt da hingehen. Entschuldigung. Hast du, meine Freundin aus dem Rollstuhl geschubst? Stimmt das? Das geht dich gar nicht an. Und wenn es so wäre, na und? Warte mal, bitte nicht. Ihr habt das doch jetzt nicht wirklich gemacht. Das ist so ein schlechter Witz, oder? Nein, Ricardo, es ist die Wahrheit. Das ist wirklich passiert. Sie wollten den Brief lesen, den du mir geschrieben hast. Und ich habe ihn nicht rausgerückt. Und dann haben sie mich einfach aus dem Rollstuhl geschubst. Oh mein Gott, wie widerlich. Ach, ich schäme mich richtig. Und ihr seid meine Freunde. Ricardo, warum schämst du dich denn jetzt? Also so schlimm war das nicht. Sie wollte den Brief nicht rausrücken und du hast auch damit gar nichts zu tun. Ich schäme mich für euch. Ich schäme mich, dass ich überhaupt mit euch befreundet bin. Also ich möchte mit so manchen Leuten gar nichts zu tun haben. Ab sofort habe ich mit euch nichts zu tun. Komm, Becky, wir gehen hier. Ich möchte nicht in der Nähe von denen sein. Okay. Oh Mann, also die haben jetzt eine echte Standpauke bekommen und das haben die auch verdient. Und ja. Da ist jetzt auch eine Freundschaft kaputt gegangen. Pech gehabt, wenn man sich so verhält. Ganz genau. Ja, aber Ricardo, ich meine... Becky sitzt überhaupt nicht im Rollstuhl, denke ich. Das hat sie sich nur ausgedacht. Das macht die einfach nur so.
Ja, ganz genau. Die will sich nur interessant machen. Die kann bestimmt laufen. Stopp, stopp, stopp. Also jetzt reicht's mir wirklich. Was habt ihr gerade gesagt? Becky, reg dich nicht auf. Du hast das überhaupt nicht nötig. Also, die sind einfach nur sauer, weil Ricardo ihnen die Freundschaft gekündigt hat. Das hat nichts mit dir zu tun. Wirklich nicht. Erstmal, es geht dich überhaupt nichts an, warum Becky im Rollstuhl sitzt. Wenn sie es dir sagen will, sagt es dir. Aber so wie ihr drauf seid, kannst du es gleich vergessen. Also... Becky, lass es einfach. Du musst denen gar nichts erzählen und erst gar nichts erklären. Weißt du was, wenn die so weitermachen, gehen wir halt zu Herrn Grob, dann kriegen die Ärger. Okay, wenn ihr so unbedingt wissen wollt, ich kann es gerne erzählen. Macht mir nichts aus. Also, es war so. Herzlich willkommen im Klinikum Playmobil City. Was kann ich für Sie tun? Also ich bin mit meiner Frau hier und wir glauben, das Baby kommt. Ach ja, ich habe starke Schmerzen im Bauch. Und Wehen habe ich auch schon. Wie regelmäßig sind denn die Wehen? Meinen Sie nicht, ist es vielleicht ein Fehlalarm? Nee, das glauben wir nicht mehr. Also, die kommen jetzt schon fast alle 3 Minuten. Alles klar, dann nehmen Sie bitte kurz Ihr Platz. Ich werde mich darum kümmern und dem Doktor Bescheid sagen. Keine Sorge, Schatz, wir stehen das gemeinsam durch. Ich bin bei dir. Ach, danke, das ist lieb. Das kriegen wir wirklich gemeinsam hin. Oh, hoffentlich kommt das Baby heute. Herr Doktor, wir haben hier eine Hochschwangere. Die Wehen haben schon eingesetzt. Soll ich den Kreißsaal vorbereiten? Ja, bitte, das wäre sehr freundlich. Ich würde aber vorerst noch einen Ultraschall machen wollen. Also, Sie können jetzt mit mir mitkommen. Sie können mir direkt folgen. Wir machen erst einen Ultraschall. Ja, so schnell? Ach, das freut uns. Ja, ich kann noch bei ihr bleiben, oder? Ich möchte sie unterstützen. Aber selbstverständlich, hier entlang. Und Schatz, wie ist es? Ist es im Liegen besser oder soll ich dir wieder aufhelfen? Also wie ist es denn? Haben Sie einen Moment Geduld. Der Arzt führt gleich den Ultraschall durch. Oh, diese Schmerzen sind kaum auszuhalten. Ich versuche das wegzuatmen. Hier bin ich schon und das Ultraschallgerät habe ich auch direkt mitgebracht. Na, wie ist die Lage? Wissen Sie denn schon, was es wird oder wollen Sie es gar nicht wissen? Nein, wir wissen es schon. Es wird ein Mädchen und sie soll Rebecca heißen und Spitzname Becky. Genau, Becky. Hast du gehört, kleine Becky? Komm endlich da raus. Na, dann wollen wir doch mal schauen, wie es Becky so geht. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kalt. Und los geht's mit dem Ultraschall. Mal sehen, was sehen wir denn da? Hier haben wir die Füße, da ist der Kopf. Und, ist denn alles in Ordnung? Das konnte ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich habe da was Kleines gefunden am Rücken. Da bin ich mir nicht sicher, was es ist. Wie bitte? Es stimmt was mit Becky nicht? Was ist mit ihr? Ganz ruhig, wie gesagt, ich kann auch nichts Genaueres sagen. Ich nehme einmal ganz kurz noch die Herztöne. Also das Herz schlägt schön kräftig. Ach, da bin ich aber froh. Wie geht's denn Becky jetzt? Gut soweit, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir sie direkt holen. Ich werde unten alles vorbereiten für den Kreißsaal. Das geht jetzt aber schnell. Wir sind einfach nur froh, wenn die Becky da ist. Es wird sich nur um Stunden handeln, das sage ich ja immer. Schatz, es wird alles gut. Du kannst ja schon mal an den ersten Geburtstag von Becky denken. Was für eine Torte sollen wir denn da nehmen? Ha? Eine Benjamin-Blümchen-Torte oder so? Also gut, jetzt heißt es nochmal, alle Kräfte sammeln für Becky. Ich hoffe, Sie haben noch genug Energie übrig. Und zur Unterstützung habe ich auch noch eine Hebamme dabei. Hallo, ich bin die Hebamme. Gut, dann geht's jetzt mit der Geburt los. Auf unser Zeichen müssen Sie pressen. Genau, alle bereit? Ach, hier ist die kleine Becky. Und sie ist wunderschön, aber sie muss direkt zur Untersuchung. Oh, ich werde mich sofort darum kümmern. Ab in die Neugeborenenaufnahme. Was? Wo bringen Sie sie denn bitte? Hin? Ich möchte sie haben. Beruhigen Sie sich, aber... Was ist denn mit Becky ihr? Becky muss von Kopf bis Fuß durchgecheckt werden. Der Ultraschall war ja ein bisschen auffällig. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir kriegen das hin. Du hast das toll gemacht. Und bald ist Becky bei uns. Keine Sorge, wir werden sie jetzt nach oben verlegen und dann wird Becky dort schon auf sie warten. Schau nur, sie ist wirklich total winzig und süß. Hallo Becky-Baby, hier ist der Papa. Ab bald kommst du in dein richtiges Bett, da musst du nicht mehr hierbleiben. Willst du meine Hand haben? Hier, komm. Also die Geburt ist soweit gut verlaufen, aber Becky hat ein paar Auffälligkeiten an der Wirbelsäule. Deshalb muss sie länger hierbleiben. Und den weiteren Verlauf werden wir dann sehen. Ja, und so war das dann. Und später hat sich dann herausgestellt, dass meine Wirbelsäule wirklich nicht ganz in Ordnung war. Und deshalb sitze ich im Rollstuhl, aber es ist kein Problem für mich. Ich habe mich dran gewöhnt. Becky, ich find's wirklich richtig toll, dass du damit so offen umgehst und dass du uns das alles erzählt hast. Ich habe das Gefühl, jetzt kenne ich dich noch besser. Cool, dass du es erzählt hast, Becky. Echt cool. Sag mal, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit dem Weihnachtsmarkt? Du hast mir noch gar nicht geantwortet. Ach ja, stimmt. Da sind so viele Sachen dazwischen gekommen. Ich komme auf jeden Fall mit, aber nur, wenn deine komischen Freundinnen nicht kommen. Becky, weißt du was? Das sind nicht mehr meine Freunde. Die mit denen habe ich gar nichts mehr zu tun nach dieser Aktion. Vergesse ich die jetzt einfach. Guten Morgen, Gymnasium Playmobil City. Was kann ich für Sie tun? Eine Krankmeldung? Okay, Becky, jetzt heißt es wirklich, den ganzen Mut zusammennehmen. Du schaffst das. Guten Morgen. Einen Augenblick Geduld bitte noch, ich bin hier gerade noch am Telefon. Oh, okay, kein Problem, ich warte. Hey Becky, sag mal, was machst du denn hier? Ich wollte was Privates klären. Eigentlich mit Herrn Grob. Privat? Das klingt ja total merkwürdig. Ich bin hier, weil ich die Unterschrift gefälscht habe von meinen Eltern. Ach wirklich? Das ist ja total krass. Oh Mann, ich bin hier wegen Mobbing. Mobbing?
Also, Becky, wenn ich irgendwie mal was Blödes zu dir gesagt habe, es tut mir leid. Ich hoffe nicht, dass ich das bin. Also, der Mobber. Also, willst du etwa mich hier anschwärzen? Nein, nein, Ronja, du doch nicht. Mann, ich bin wegen was ganz anderem hier. Oh Mann, weitere Probleme kann ich auch echt nicht gebrauchen. Ich krieg jetzt gleich erstmal eine schöne Ansprache. Mm. So, ich wäre dann soweit. Wer ist denn jetzt hier als erstes dran? Also Ronja, das geht natürlich wirklich gar nicht. Du kannst doch nicht die Unterschrift deiner Eltern fälschen, wenn du eine schlechte Note bekommen hast. Das ist Urkundenfälschung. Später, wenn du erwachsen bist, kommst du für sowas ins Gefängnis. Ja, ja, tut mir leid. Okay, ich mach's nicht wieder. Tschüss. Ach, Ronja, ich weiß nicht, ob sie meine Worte so angenommen hat. Ich dringe einfach nicht zu ihr durch. Schwieriges Kind. Also, ich bin dann wohl als nächstes dran, oder? Mhm, ganz genau. Was kann ich denn für dich tun, Kleines? Hm? Was hast du auf dem Herzen? Also, eigentlich wollte ich zu Herrn Grob. Ist der gar nicht da? Wissen Sie, wo der ist? Ich wurde nämlich von ein paar Schülern geärgert. Hm, tut mir leid, Herr Grob ist leider gerade nicht im Haus. Soll ich ihm etwas ausrichten? Wer hat dich denn geärgert und was ist genau passiert? Also, Herr Grob kann es nicht bezeugen, aber er hatte mich gesehen. Da waren zwei Mädchen, die haben mich aus meinem Rollstuhl geschubst. Ach, je, das ist ja furchtbar. Sowas haben Schülerinnen dir angetan? Also gut, Becky, danke, dass du so offen mit mir warst. Kannst du mir bitte noch die Namen geben, die Klasse und so weiter? Ich gebe das hier alles in den Computer ein. Ich werde jetzt einen Fall eröffnen. Gute Frage. Ich weiß leider nicht die Namen. Die sind in einem höheren Jahrgang als wir. Und es war auch eigentlich keiner dabei, nur ich. Und ich weiß auch nicht. Ja, sag mal, weißt du, wo Becky steckt? Wir haben doch jetzt eigentlich eine Freistunde. Hm, keine Ahnung. Vielleicht ist sie schon nach Hause gegangen oder so und wusste das nicht. Nein, ist sie nicht. Sie ist oben im Sekretariat. Ich hab sie da eben gesehen. Im Sekretariat? Was will sie denn da? Pff, keine Ahnung. Entschuldigung, bist du Hanna Vogel? Ja, bin ich. Um was geht's denn? Wir bräuchten dich mal eben ganz kurz oben im Sekretariat. Es geht um eine Zeugenaussage, ungefähr. Zeugenaussage? Das klingt ja total ernst. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Viel Glück, Hanna. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet. Hanna, du bist hier, weil es um diese Zwillinge geht, die mich immer ärgern. Ja, das kann ich bezeugen. Also diese beiden Mädchen waren echt gemein zu Becky. Ich habe das mitbekommen. Okay, und Hanna, hast du auch gesehen, wie Becky aus dem Rollstuhl gestoßen wurde? Nein, das hat sie nicht gesehen. Also eigentlich hat das keiner gesehen, nur Herr Grob, der hat mir dann aufgehoben. Also der hat aufgeholfen, der hat das auch nicht gesehen, aber als ich dann am Boden lag. Ach herrje, das scheint ja wirklich jetzt ziemlich schwierig zu sein, die Angelegenheit. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Die beiden werden das bestimmt abstreiten. Wir brauchen Beweise. Keine Ahnung, also richtige Beweise haben wir nicht. Aber das ist wirklich passiert. Ja, ich meine, ich war doch dabei und die werden bestimmt lügen. Also, ich werde sie auf jeden Fall darauf ansprechen. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wer die sind. Ihr habt mir ja eine Beschreibung gegeben, aber ich denke, das wird ziemlich schwierig, das zu belegen. Aber das kann doch echt nicht wahr sein. Also, was sollen wir denn jetzt machen? Die werden doch nicht damit aufhören. Weißt du was, Mann. Becky? Mach dir keine Sorgen. Wir müssen irgendwie Beweise sammeln und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Ja? Meinst du, wir sollten uns vielleicht nochmal wieder bei Ricardo melden? Also, der hat das bestimmt schon wieder vergessen und meinte das gar nicht so mit Freundschaft kündigen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Der ist bestimmt nicht so nachtragend. Okay, Becky, wir werden jetzt loslegen. Also, hier ist mein Handy. Das gebe ich dir. Aber ist das nicht ein bisschen auffällig, wenn ich das dann so in der Hand habe? Ich meine, das merken die doch. Nee, also ich werde das einfach hier hinter tun und dann sehen die das nicht, wenn die dich von vorne sehen. Stopp. Kann mir mal jemand sagen, was überhaupt los ist? Was macht ihr denn da? Hey, psst, Pia, nicht so laut. Becky und ich haben was Heimliches vor und ich sag's dir später. Okay, Becky, das ist der Startschuss. Da vorne stehen die beiden. Los! Okay. Na gut, Becky, lass dir nichts anmerken. Das schaffen wir schon. Oh Mann, wenn das jetzt klappt, dann wird das ein Geniestreich. Okay, Becky, halt dich einfach an den Plan, dann wird nichts schief gehen. Hey, Leute, sagt mal, wie geht's? Du hast echt Nerven, hier aufzukreuzen. Was willst du von uns? Ja, echt? Hat dir das einfach noch nicht gereicht, was wir mit dir gemacht haben, oder willst du noch eine Portion? Mit mir gemacht? Wieso denn? Was habt ihr denn mit mir gemacht? Sag mal, leidest du an Gedächtnisverlust? Das hast du doch wohl nicht vergessen, als wir dich aus deinem Rollstuhl geschubst haben, oder? Oh Mann, klasse, der Plan geht auf. Die beiden regen sich mächtig auf. Anna, ich weiß echt nicht, wie du da einfach zusehen kannst. Die ärgern Becky. Los, wir müssen einschreiten. Stopp, Pia. Nein, jetzt nicht dahin gehen. Nein. Ganz falscher Zeitpunkt. Lass mich los. Wir müssen sie doch verteidigen. Sie ist doch unsere Freundin. Pia, ganz ruhig. Natürlich ist Becky unsere Freundin, aber das ist Teil unseres Plans und alles läuft nach Plan. Also, stopp. Wenn du uns nicht in Ruhe lässt, dann können wir noch ganz andere Sachen mit dir anstellen. Willst du von uns verprügelt werden vielleicht? Ja, oder wir kleben deinen Rollstuhl irgendwo fest.
Mann, ey, du hast echt nicht genug von uns. Oh Mann, ihr seid ja wirklich total fies. Lass das bitte sein, ich krieg Angst. Na, das wollen wir auch hoffen. Also, was willst du hier? Zieh ab. Verzieh dich. Oh, okay, ja, schon gut. Ich werde mich nicht mehr hier blicken lassen. Und das mit Ricardo ist auch vorbei. Hm? Oh Mann, die glauben das wirklich. Oh Mann, da haben wir echt mächtig Angst eingejagt. Ja, und Ricardo gehört dann wieder uns. Sie hat ja gerade gesagt, sie hat nichts mehr mit ihm zu tun. Also. Ich glaube, sind sie wieder los. Cool. Oh Mann, wenn die wüssten, was die gerade angerichtet haben. Hm, naja, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Oh, Becky, du hast das echt spitze gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt hole ich das Handy wieder raus. Willst du von uns verprügelt werden vielleicht? Perfekt, wir haben's auf Band. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Das war alles eine Falle, die ihr denen gestellt habt. Das ist ja abgefahren. Cool. Ganz genau, Pia. Und das konnte ich dir nicht sagen. Also dafür reichte die Zeit nicht. Jetzt ab ins Sekretariat. Wir müssen das Frau Lieb zeigen. Frau Lieb, ich glaube, wir haben was gegen die Zwillinge in der Hand. Oh, Hanna, du schon wieder? Wie, das ging aber schnell. Was ist denn vorgefallen? Hören Sie selbst. Ich drück mal auf Abspielen. Also wenn das nicht Beweis genug ist... Oh, vergessen, als wir dich aus deinem Rollstuhl geschubst haben, oder? Ja, oder wir kleben deinen Rollstuhl irgendwo fest. Was? Das gibt es doch nicht. Mann, Sie planen noch schlimmere Sachen? Von uns. Oh Mann! Ja, und ich meine, die wollen mir echt Angst machen. Und ich finde die wirklich bedrohlich. Okay, wer meldet sich als erstes bei Ricardo? Du! Nee, du! Nein, du! Hallo Kinder, also Schüler und Schülerinnen. Die beiden Zwillinge in Lila und Pink, bitte sofort ins Sekretariat. Oh Mann, den haben wir sowas von gezeigt. Ja, ich glaube, wir sind wieder los. Zwillinge, Lila und Pink? Ich wette ja, das hat was mit denen zu tun. Schau mal, guck wie die mal, sich freuen. Genau, die freuen sich total. Ja, vor allem die in dem Pferdet-T-Shirt. Ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert. Ja, vielleicht hat nur jemand unsere Busfahrkarte gefunden, die wir letztens verloren haben. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir uns keine Sorgen machen. Oh Mann, die beiden werden jetzt eine richtige Strafe bekommen, glaube ich. Was meint ihr denn, was die für eine Strafe bekommen? Vielleicht einen Schulverweis oder vielleicht fliegen die sogar von der Schule? Hanna, stehst du bitte auf, du musst zur Schule. Bist du schon wach? Oh nein, ja, ich bin wach, aber Mama, muss ich zur Schule? Warum muss man eigentlich zur Schule? Hanna, du solltest dich eigentlich langsam schon daran gewöhnt haben. Du gehst doch mittlerweile schon in die 5. Klasse. Naja, weil Schule Pflicht ist. Ach, Pialein, vielleicht kannst du ja Hanna davon überzeugen, in die Schule zu gehen, hm? Oh ja, ist ja gut, Mama. Ich mache mich schon fertig. Ich will einfach nicht in die Schule. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal Frühstück. Also, Hanna, du musst alles picobello haben. Also, deine Noten müssen stimmen. Alles an dir muss stimmen. Nicht, dass die anderen wieder über mich lästern. Ich werde mich heute richtig zurecht machen. Als erstes Zähne putzen, dann die Haare. Dann können die nichts über mich sagen. Hanna, mit wem redest du denn da? Kann ich bitte mal ganz schnell auf Toilette? Ach, nichts, nichts, Emma. Du kannst hier rein. Und fällt dir irgendwas an mir auf? Nein, du siehst aus wie immer. Sollte irgendwas anders sein? Ich weiß nicht. Nein, nein, Emma, genau richtig. Also ich möchte so unauffällig wie möglich aussehen. Nicht, dass wieder andere Kinder hinter meinem Rücken über mich reden. Ach, Hanna, mach dir keine Sorgen. Du bist so gut, wie du bist. Also alles in Ordnung. Ich muss jetzt dringend auf Toilette. Also ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Und das werde ich mir zu Herzen nehmen. Jetzt ab in die Schule. Ist das nicht die da hinten? Ihr kennt die doch, oder? Der da was passiert ist im Unterricht. Ach ja, genau, die mit dem Pferdet-T-Shirt. Habe ich auch gehört. Hey Hanna, guten Morgen, na? Hey Leute, morgen, na, wie sieht's aus? Hanna, du hast dich ja heute richtig rausgeputzt. Da steht nicht eine Haarsträhne ab. Wow, wie hast du das gemacht? Haarspray? Ja, genau. Und Pia, guck mal gerade, habe ich irgendwas zwischen den Zähnen? Karies, Zahnfleisch. Was ist das? War nur ein Witz. Alles in Ordnung. Picobello. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die reden da über uns. Ja, das ist die. Die hatte doch im Unterricht ihre Tage. Oh Mann, sowas von peinlich. Oh, könnt ihr vielleicht mal aufhören, mit dem Finger auf mich zu zeigen? Was wollt ihr eigentlich von mir? Oh Mist, die haben das gemerkt. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Dreht euch weg. Och Mann, wird das jemals ein Ende haben? Nur wegen diesem blöden Streich redet jetzt die ganze Schule über mich. Wenn es so weitergeht, dann muss ich mir echt überlegen, ob ich die Schule wechsle. Dann gehe ich nach Playmobil Country oder so. Aufs Gymnasium. Na, das kannst du nicht machen. Du gehörst doch zu uns. Lass dir von den anderen nichts sagen. Das geht schon vorüber. Ja, genau. Ich hoffe, du bleibst hier. Das wird schon in Vergessenheit geraten. Da wächst Gras über die Sache, denke ich. Hoffe ich. Oh Mann, Hanna überlegt wirklich, ob sie jetzt danach die Schule wechselt. Oh, wirklich heftig, der Streich. Ob sie das wirklich macht, ich weiß ja nicht. Aber was kommt noch alles auf sie zu? Ich glaube, das hat noch kein Ende. Ronja, ich soll dir von Gina und Tina, diesen Zwillingen, sagen, dass sie sich nach der Pause da am Fahrradständer mit ihr treffen wollen. Oh Mann, ich hab's ja schon geahnt. Das hat kein Ende mit dem Streichespielen. Was kommt wohl als nächstes? Ich bin gespannt. Und was wollen die überhaupt von mir?
Oh, es hat geklingelt. Los, Leute, ab in den Klassenraum. Und ich hoffe wenigstens, die anderen Mitschüler aus unserer Klasse, die haben es vergessen und sprechen mich nicht mehr darauf an. Oh, Glück gehabt. Im Moment ist alles unauffällig. Keiner schaut mich irgendwie besonders an. Hanna, kann ich dich mal ganz kurz zur Seite nehmen, bevor es losgeht? Wieso denn? Also, geht's um den unangekündigten Vokabeltest? War der so schlecht bei mir? Nein, nein, also ich habe hier eine Probepackung Hygieneartikel für Frauen. Ich dachte nur für alle Fälle, vielleicht kannst du das gebrauchen, Hanna. Oh Mann, ist das peinlich. Jetzt spricht mich sogar meine Lehrerin drauf an. Was soll ich denn jetzt machen, außer vielleicht im Erdboden zu versinken? Also Frau Blume, vielen Dank, aber ich brauche das nicht. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und wir haben alles besorgt, was ich brauche. Also, alles gut. Okay, gut, gut. Also ich wollte ja nur helfen, aber dann ist ja alles klar. Sehr schön. Oh Mann, was denkt ihr sich dabei? Schnell auf meinen Platz. Ich hoffe, es hat keiner mitbekommen. Guten Morgen, Kinder. Ich hoffe, ihr habt alle Lust auf Englisch. Es geht los. Eine kleine Frage noch vorab. Braucht jemand Hygieneartikel für Frauen? Also ich habe hier so eine Probe. Hanna hat die wohl nicht nötig. Ob und ob Hanna die nötig hat. Oh Mann, das haben wir doch alle gesehen. Oh Gott, noch schlimmer geht's doch gar nicht. Jetzt auch noch vor der ganzen Klasse. Ich will nach Hause. Oh Mann, Hanna ist echt richtig getroffen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin ihre beste Freundin. Ich muss ihr irgendwie aus der Patsche helfen. Hat da niemand Interesse? Ich meine, Hanna hat uns ja allen gezeigt, was passieren kann, wenn man nicht vorbereitet ist. Frau Blume, doch, hier, ich. Genau richtig. Wenn man nicht vorbereitet ist, dann braucht man vielleicht sowas hier. Ich nehm's gerne an, kein Problem. Oh Mann, danke, Pia. Danke, dass du ein Ablenkungsmanöver gestartet hast. Und ich weiß auch, dass du es nur für mich gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ach, kein Problem, Hanna. Wer weiß, wofür das Teil noch gut ist. Also gut, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Und als erstes bekommt ihr den Vokabeltest zurück. Der unangekündigte. Und ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Oh nein, das klingt überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich habe eine 6. Ja, wirklich. Ich war sowas von schlecht. Es gibt bestimmt eine 6. Ja, ja. Ich habe eine 6. Das sagen die Streber ständig. Und dann haben sie eine 1. Ja, ja. Und die Leute, die wirklich schlecht sind, die haben dann wirklich eine 6. Also Becky, abgesehen von deinem Test, also von dem war ich wirklich begeistert. Super. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich hab alles richtig. Ich hab eine 1. Cool. Das war ja sowas von klar. Ich hab eine 6, ich hab eine 6 und dann eine 1. Oh, ich kann sowas nicht ausstehen. Immer diese Streber. Oh Mann, 3 plus. Das kann ich verkraften. Also ich dachte wirklich, es wäre schlimmer. Und jetzt zu deinem Test, Ronja. Also wirklich, sowas ist mir wirklich selten untergekommen. Du hast doch nicht mal versucht, eine Vokabel hinzuschreiben. Alles falsch. Ja, sehr gut. Eine 6 war mir schon klar. Ich habe nichts hingeschrieben. Ist ja wohl logisch, oder? Oh, nö. Ich habe eine 4 minus. Naja, wenigstens keine 5. Aber toll ist das nicht. Schwamm drüber. Also, Kinder, euer Ergebnis hat es gezeigt. Immer Vokabeln lernt. Jeden Tag. Also ein Test kann immer mal kommen. Ihr müsst immer gut vorbereitet sein. Ja, Frau Blume, ich weiß das. Ich übe auch immer ständig. Ja. Und jetzt können wir sowas von gestohlen bleiben. Zack, direkt zerreißen. Wofür brauche ich sowas überhaupt? Und wenn ich mir da hinten so die Reihe angucke, dann frage ich mich echt, was als nächstes für ein Streich gespielt wird. Irgendwie haben sie es verdient, diese Streber. Hier, weißt du, was das ist? Keine Ahnung, sieht aus wie Zahnpasta. Wieso, was wollt ihr damit? Oh, das ist doch keine Zahnpasta, Mensch. Das ist Superkleber. Superkleber? Was habt ihr denn damit vor? Was wollt ihr machen? Na, was wohl? Ein Streich spielen, bist du dabei? Generell schon, aber was für ein Streich? Ich brauche mehr Infos. Und warum muss ich überhaupt dabei sein? Du bist nur unser Alibi. Also wenn jemand danach fragt, wo wir waren, dann heißt es, wir waren zusammen. Keine Ahnung, in der Eisdiele oder spielen oder was auch immer. Okay, ich sag einfach, wir waren beim Schulkiosk. Und wenn ich nicht mitmache, was passiert dann? Naja, also Superkleber in deinen Haaren wäre wahrscheinlich eine gute Idee und die kriegst du nie wieder raus. Dann hast du eine Glatze. Ach nein, ich mache auf jeden Fall mit. Meine Haare sind mir Gold wert. Oh, Pia, ganz ehrlich, wie lange willst du eigentlich noch diese Packung mit dir rumtragen? Hättest du die nicht im Klassenraum lassen können? Nein, wieso? Man muss doch immer gut vorbereitet sein. Es kann jeden Moment so sein, wer weiß. Pia, meinst du nicht, dass man das merkt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Woher soll ich denn das wissen? Ich hatte sowas noch nie. Also, ich werd's die ganze Zeit mit mir rumschleppen, bis es soweit ist. Na gut, mach, was du willst. Ich werde jetzt nach oben fahren mit dem Fahrstuhl. Bis gleich. Becky, sollen wir nicht mitkommen? Machen wir das sonst auch immer. Nein, nein, schon gut. Pia, ich will gar nicht gesehen werden, du mit deiner Packung da die ganze Zeit in der Hand. Oh Mann, wir waren wieder schneller. Becky müsste aber jeden Moment mit dem Fahrstuhl hier oben ankommen. Ich denke, Pia und Hanna warten schon auf mich. Na, oh, das Ding ist so langsam. Ach, da sind sie ja. Hallo, Leute. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Und die Fahrt geht wieder nach unten. Becky, sag mal, willst du nicht rauskommen? Hey. Doch, doch, aber ich kann nicht. Ich stecke irgendwie fest. Ich weiß auch nicht. Oh, jetzt geht's wieder nach unten. Irgendwas stimmt mit dem Rollstuhl nicht. Becky hing irgendwie fest.
Kinder, braucht ihr vielleicht Hilfe? Kann ich bei irgendwas behilflich sein? Na, wie ist es so, im Fahrstuhl festzustecken? Oh, der Kleber hat wirklich seine Sache getan. Und es geht wieder nach oben. Tschüssi. Ah, ihr seid das. Was habt ihr gemacht? Also, Frau Lieb, irgendwas scheint mit dem Fahrstuhl nicht zu stimmen, weil unsere Freundin Becky, die kann irgendwie nicht aussteigen. Die fährt die ganze Zeit hoch und runter. Ich stecke im Rollstuhl fest. Die haben mich hier festgeklebt mit Superkleber oder so. Ich komme nicht weiter. Ach, herrje, da müssen wir den Fahrstuhl schnell mit dem Schlüssel stoppen. Lass mich mal, Becky. Vielleicht hast du einfach hier bist du stecken geblieben mit den Rädern in diesen Rillen. Aber ich kann dich nicht bewegen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das waren die Zwillinge. Die haben irgendwas von Kleber gerufen und jetzt klebe ich fest. Oh, Backe, ich glaube, Frau Lieb hat das mitbekommen. Ja, los, weg. Weg hier. Oh nein. Becky, halte durch. Das ist bestimmt wieder einer von den Streichen. Ich werde sofort dem Hausmeister Bescheid sagen. Der muss irgendwas unternehmen. Und wenn nicht, dann kommt die Feuerwehr. Also so wie es aussieht, kriegen wir dich hier nicht raus. Also der Hausmeister kommt sicher gleich und dann wird dir geholfen. Und das waren diese Zwillinge, von denen du erzählt hast? Ja, ich habe sie gerade noch gesehen. Gina und Tina heißen sie, in den lilanen und pinken Westen. Ich hatte doch schon mal mit ihnen darüber gesprochen. Die haben mich auch aus dem Rollstuhl geschubst. Becky, halte durch. Wir werden dich gleich befreien. Nein, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Oh Mann, mir ist ganz schön kalt hier draußen. Also, sowas kann ich absolut nicht akzeptieren. Das ist jetzt hier mit dem Mobbing wirklich an die Spitze getrieben worden. Wir müssen was tun. Also gut, Becky, ich glaube, wir haben das gleich. Du musst mal kurz die Luft anhalten. Das könnte jetzt ein bisschen stinken. Ich werde jetzt hier Verdünnung draufgeben und damit müsste der Kleber eigentlich gelöst werden. Oh, Becky, endlich bist du frei. Ich bin echt froh, dass du wieder frei bist. So, das werde ich jetzt an alle Lehrer schicken. Es wird jetzt eine kurzfristige Schulkonferenz einberufen für diesen Samstag und dann müssen wir das ein für alle Mal klären mit den Mobbern. Das kann ja nun wirklich nicht angehen, das arme Mädchen hier im Rollstuhl im Fahrstuhl festzukleben. Also, das ist doch voll die Höhe. Also gut, Becky, dann holen wir mal das Beste aus dir raus. Du kannst mir vertrauen, mit Schminke kenne ich mich ziemlich gut aus. Hannah, ich weiß ja nicht, aber dieses Ding kommt mir wirklich gefährlich nah. Wofür ist das? Also keine Angst, ich mache das ganz, ganz vorsichtig. Da werden einfach nur deine Wimpern ein bisschen dunkler und länger. Und du kannst mir wirklich vertrauen, ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Auf gar keinen Fall! Mann, du hast mir damit schon fast ins Auge gestochen. Das mache ich nicht mit! Ach, Becky, du darfst aber auch nicht die ganze Zeit immer mit den Wimpern so flattern. Also kein Wunder, dass ich dich dann treffe. Aber na gut, dann lassen wir das eben weg. Okay, womit machen wir als nächstes weiter? Vielleicht Lippenstift oder Rouge? Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu too much für so ein Date. Also, Hannah, ich glaube irgendwie ernsthaft, du weißt nicht genau, was du da tust. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Becky, also ich glaube, du bist so schön, wie du bist. Also wir werden nur noch was mit deinen Haaren anstellen. Und ich glaube, sollen wir die so lassen, oder? Emma, komm mal gerade, ich brauche mal deine Hilfe. Ich kann gerade nicht, die Giraffe ist gerade auf einer Safari. Du musst mir helfen, Becky zu stylen. Also eigentlich sollst du mir nur die Haarbürste bringen. Oh Mann, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Sie ist doch viel näher dran am Badezimmer von ihrem Zimmer aus. Oh Mann, ich werde hier die ganze Zeit nur rumgeschickt. Also, Hannah, manchmal finde ich das echt ein bisschen dreist, ne? Du kannst mich nicht immer irgendwie holen, damit ich irgendwelche Sachen bringe? Hey, Emma, danke, dass du uns hilfst. Ich meine, du bist ein guter Assistent. Weißt du was, Becky? Ich glaube, wir kämmen die Haare nur richtig gut durch. Die sehen total schön aus. Und ich bin gerade dabei, Becky für ihr Date fertig zu machen. Wie, was für ein Date? Becky hat ein Date, aber nicht mit Dave, oder? Nein, nicht mit Dave. Mit Ricardo, aber Emma, das geht dich gar nichts an. Also von mir aus kann sie das ruhig wissen. Ich meine, was bringt ihr das? Sie geht ja auch nicht in unsere Klasse oder so. Wem sollen sie das denn erzählen? Ja, stimmt, du hast recht. Also im Prinzip ist es egal, ob sie es jetzt weiß oder nicht. Also gut, dann kann ich dir das alles erzählen. Aber ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Das ist eine lange Geschichte. Oh ja, prima. Ich habe Zeit und ich liebe Geschichten. Dann leg mal los. Ich bin ganz Ohr. Und Becky, wie findest du dich? Ich finde, du siehst wunderschön aus. Hannah, also ehrlich gesagt sehe ich gar keinen Unterschied. Ich sehe aus wie vorher. Also, ich bin der Meinung, Becky, du siehst richtig klasse, prima aus. Perfekt für ein Date. Richtig spitze. Na gut, danke, Emma. Dann wollen wir mal los zum Café, sonst komme ich noch zu spät. Wie, was? Und jetzt gehen die einfach ohne mich? Na toll, ich dachte, ich sei Teil der Gruppe. Aber ins Café? Bestimmt in Mamas Café? Ich will unbedingt wissen, wie diese Geschichte zu Ende geht, diese Liebesgeschichte von Becky und Ricardo. Aber dafür muss ich ins Café. Claudia Vogel hier, hallo? Ach, ja, ich habe das schon an der Nummer erkannt. Das Fun-Café. Was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Bitte was? Die Kaffeemaschine, die streikt schon wieder, aber... Ach, na gut, ich komm vorbei. Kann ich ja sonst nicht anders lösen. Mama, gehst du etwa ins Café? Sag mal, kann ich da mitkommen? Da könnte ich dir doch helfen. Emma, du willst mir helfen im Café? Ich wüsste jetzt nicht wie, aber naja, du könntest schon das Geschirr abräumen oder so. Oh ja, prima, das kann ich machen. Oder ich kann auch Becky und Ricardo beobachten, aber... Pst. Na gut, Emma, dann mach dich schon mal gleich fertig. Wir müssen sofort los.
Oh, super, dann kriege ich alles mit und weiß ganz genau, was vor sich geht. Ach, tut mir leid, Claudia. Also ich mache mich wirklich gar nicht gut als Aushilfe. Ich weiß nicht, wo das Problem bei der Kaffeemaschine liegt. Ach, keine Sorge, dafür bin ich ja jetzt hier. Naja, die macht irgendwie manchmal, was sie will. Im Prinzip musst du die Kanne nur richtig drunter stellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich vor denen hier bin. Wo bleiben die denn? Wo ist Ricardo? Ich habe die noch nie gesehen. Oh, ich bin so aufgeregt. Also so aufgeregt bin ich normalerweise nur vor Mathearbeiten und da bin ich meistens unvorbereitet. Ich habe auch Blumen gekauft. Ich hoffe, sie gefallen ihr. Wobei, oh, die stinken ja richtig. Naja, sind auch keine Rosen oder so. Naja, egal, egal. Konzentrier dich. Hey, Ricardo. Na, cool, dass du es geschafft hast. Hey, hi, Becky, was geht? Also ich dachte, ich bring dir noch ein paar Blumen mit. Oh. Und ich wusste auch nicht, dass du noch eine Freundin mitbringst. Ich bin gleich wieder weg. Ich habe Becky nur vorbeigebracht, weil wir vorher noch verabredet waren. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall ein richtig schönes Date. Und Becky, du schaffst das. Sei nicht nervös. Oh Mann, die beiden sind echt ein süßes Pärchen. Da kann man fast ein bisschen neidisch werden. Hey Becky, guck mal hier. Hier, das, ist das nicht eine Hochzeitstorte? Also das Pärchen, das sieht ja aus wie wir, ne? Echt? Ja, findest du? Also könnten wir sein, wirklich. Okay Becky, sollen wir dann einfach rein? Also ich war hier noch nie. Du? Oh, da kommen sie ja. Mann, ich bin echt gespannt. Becky sieht toll aus. Emma, was machst du denn hier? Du warst doch gerade noch bei Hannah zu Hause. Wie bist du so schnell hierher gekommen? Ach so, ja, meine Mutter musste ganz schnell ins Café, weil das ist ja ihr Laden. Und ich dachte, ich komme mal schnell mit. Ja, ich wurde hier einfach so hergeschleppt. Ist es okay hier in der Ecke oder sollen wir woanders hin? Okay, dann können wir ja hier chillen. Aber was noch gut wäre, wäre eine Vase für die Blumen. Sonst gehen die ja ganz schnell kaputt. Oh, mein Stichwort, das mache ich. Ich kann mich darum kümmern. Ich kenne mich hier aus. Meine Mutter gehört der Laden. Becky, darf ich dir was sagen? Also, du siehst heute echt toll aus. Ich meine sonst auch, aber heute irgendwie noch ein bisschen anders. Ja, wirklich, Ricardo, findest du? Also, ich finde dich sehr aus wie immer. Oder fällt dir irgendwas anderes auf? Nein, also, deine Wimpern, die sind doch sonst nicht so, oder? Die sind irgendwie mega lang und haben so ein tolles Volumen und wow! Also, ich muss schon sagen, Hut ab, Ricardo hat echt ein Feingefühl dafür. Erstmal Komplimente machen, richtig so. Hallo, ihr beiden, na, was kann ich euch bringen? Habt ihr schon einen Wunsch? Die Dame zuerst. Ladies first natürlich. Becky, was möchtest du? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht entscheiden. Peinliche Stille beim Date. Ist ja gar nicht unangenehm. wie wär's mit Milchshakes und 2 Schokodonuts? Das ist eine super Wahl. Danke, Emma. Du hast ein bisschen mitgeholfen. Also, so wie es aussieht, haben die beiden da gerade ein Date. Naja, ich hoffe, es läuft noch ein bisschen besser. Im Moment war ja peinliche Stille, aber ich habe auch ein bisschen dazwischen gefunkt. Süß, die beiden. Becky, weißt du was? Ich komme zu dir. Also, du bist irgendwie viel zu weit weg und ich höre dich nicht so, ne, hier im Café. Deswegen komme ich mal hier neben dich, okay? Ja, klar, Ricardo. Oh Mann, der sucht meine Nähe. Oh Mann, das, was wird denn ja das jetzt? Oh oh, oh oh. Und Becky, also, du duftest doch oder riechst da irgendwas? Also, ich kenne den Duft. Ja, wirklich, Ricardo? Ich meine, dass dir das auffällt. Ich habe extra Parfüm genommen. Oh, ja, doch, doch, ich kenne den Duft. Doch, kenne ich. Mein Opa hat genau den gleichen. Oh. Das hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt. Er kann doch nicht diesem bildhübschen Mädchen sagen, dass sie wie sein Opa riecht. Oh Mann, was für ein Fettnäpfchen. Hallo ihr beiden, ich hab dann mal eure Bestellung hier. Ne? Lasst es euch schmecken. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment auffassen soll. Ich rieche wie sein Opa. Das ist doch kein gutes Zeichen. Ricardo, entschuldige mich mal. Ich bin mal eben auf Toilette. Okay, und eins wollte ich noch sagen. Also mein Opa, ne, der riecht so gut, ich kenn niemand anderen, der besser riecht. Ja, ja. Oh, Ricardo, was ist denn mit dir los? Wie konntest du sowas nur sagen? Sollte ein Kompliment werden, aber irgendwie kam das anders rüber und wahrscheinlich hat sie das verletzt. Oh Mann, jetzt ist Ricardo alleine, aber eigentlich müsste ich ihm mal was sagen. Der hat sich gerade ganz schön daneben benommen. Okay, ich habe auch die Parfüms vertauscht. Ich habe Becky das gegeben von Papa, aber ich wollte das geben von Mama. Hey du, hallo hier unten, hörst du mich? Was willst du denn? Hier kannst du nicht sitzen, hier ist besetzt. Ich wollte dir nur sagen, du bist ganz schön dabei, das zu vermasseln. Du hast Becky verletzt, sie ist jetzt geflüchtet und vor dir, weil du was Gemeines zu ihr gesagt hast. Also benimm dich vernünftig und sag Entschuldigung. Hast du jetzt hier gerade mit zugehört oder wie jetzt? Bist du ein Spion oder so? Ist ja gut, ich bemühe mich. Emma, könntest du das bitte unterlassen und unsere Kunden hier in Ruhe ihr Essen und ihre Getränke zu sich nehmen lassen? Mama, nein, das kann ich nicht. Ich muss hier eingreifen. Ich meine, hallo? Becky ist ein wunderschönes Mädchen. Und ich meine, sie hat schon richtige Vorstellungen. Sie will Ricardo heiraten. Ist über beide Ohren in ihn verliebt und so. Gemeinsame Zukunft, Haus, Kinder, alles. Pipapo. Ich glaube, das war kein gutes Timing. Hey, Becky. Emma, Mann, was mischst du dich da ein? Ich tue einfach mal so, als wenn ich überhaupt nicht da wäre. Oh Mann, ich hätte das Emma niemals erzählen dürfen. Und jetzt hat sie alles Ricardo erzählt. Ich könnte im Erdboden versinken. Ja, hey Becky, wie du sehen kannst, haben wir Besuch bekommen von einem kleinen nervigen Mädchen, die versucht hier unser Date kaputt zu machen.
Becky, also ich habe gar nicht von dir geredet, von wem ganz anderem. Und das war einfach nur aus so einem Film. Ja, den habe ich mal gesehen. Emma, das kannst du wirklich nicht machen. Ich meine, ich habe dir das erzählt, weil ich dachte, du kannst mit den ganzen Sachen, die ich dir sage, nichts anfangen. Aber jetzt hast du es doch alles ausgeplaudert. Hätte ich das gewusst. Das tut mir leid, okay? Ich wollte nur helfen, weil ich dachte, ihr braucht ein bisschen Hilfe, so Starthilfe. Und das Date läuft echt nicht so gut. Naja, also ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Wollen wir hier vielleicht nicht unseren Donut und so essen? Ja, unsere Sachen sind da, Becky. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch einen Termin. Ich glaube, ich muss weg. Oh, Becky, nein. Bleib doch. Das Date läuft doch super. Also, du brauchst nicht gehen. Emma, kurze Sache. Willst du mir nicht helfen, die Schaufenster neu zu dekorieren? Ich glaube, das ist besser, wenn du bei mir bleibst und nicht hier unsere Kunden nervst. Schaufenster? Aber das haben wir doch erst gemacht. Wie denn jetzt schon wieder? Ach Mann, immer werde ich hier gebraucht. Doch. Du kannst das so schön. Naja, so ein kleines Ablenkungsmanöver ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Komm, geh schon. Okay, Ricardo, dann lass es dir mal schmecken und so, hm? Okay, jetzt. Becky, ich muss dir noch was sagen. Was ganz, ganz Wichtiges. Hm? Also, ich habe mich hier nicht verliebt. Was? Willst du vielleicht mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Oh nein, Becky sagt nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, Ricardo hat es total vermasselt. Ich meine, der ist total süß, aber das mit dem Opa, das kannst du ihm doch nicht einfach verzeihen. Emma, bist du schon wieder hier? Jetzt komm wieder zurück ins Schaufenster. Hallo. Ricardo, ich bin ein bisschen überrumpelt jetzt. Ich meine, ich habe mir diese Frage schon 1000 Mal gestellt, aber ich sag ja, ich wäre gerne deine Freundin. Jetzt wirklich? Ja, weißt du was? Dann bestell ich doch direkt mal unseren Hochzeitskuchen hier. Ha, haben wir eben schon gesehen. Oh Mann, das meint ihr doch nicht ernst, oder? Bestellt ihr jetzt wirklich unsere Torte? Ich glaube, der will nur bezahlen. Oh, Ricardo ist einfach so süß. Und ich habe jetzt endlich einen Freund. Ich kann es gar nicht fassen. Oh Mann, und ich glaube, er will mich auch direkt heiraten. Du kannst es echt nicht glauben, Becky. Ich meine, ich musste für Hannah lügen. Das war ganz schön peinlich. Da stand ihre Mutter vor unserer Haustür und hat sie gesucht. Und wo war sie? Bei Philipp. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Naja, das war halt so eine Notlüge. Das macht man unter besten Freundinnen. Oh, das war ja klar. Ich war nur kurz unten und ihr redet über mich. Pia, ich hab da noch was für dich. Ja, Hannah, ich hab's nur Becky erzählt. Ich meine, das, was letztens war. Wieso, was hast du denn für mich? Ja, ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich dich da so gezwungen habe und in so eine blöde Situation gebracht habe und dass du lügen musstest für mich. Deswegen hier, dieser Teddy. Ich hoffe, er gefällt dir. Oh, der ist wirklich süß, Hannah. Vielen Dank. Ich meine, schwamm drüber. Das wirst du sowieso bald schon wieder vergessen, aber deine Mama hat sich ganz schön aufgeregt. Oh Mann, ich bin echt froh, dass ihr euch wieder vertragen habt. Da fehlt aber jetzt noch was. Also, umarm und dann ist gut. Also, so eine Kleinigkeit bringt uns nicht auseinander, oder Pia? Auf gar keinen Fall. Lass dich drücken. Beste Freunde für immer. Na Mädels, kann ich dazu stoßen? Weil ich meine, ich bin ja auch ein Mädchen. Wenn Julian jetzt nicht mitmachen kann, dann verstehe ich das. Aber gegen mich habt ihr doch nichts. Also von mir aus kannst du gerne bleiben. Es geht jetzt gleich um Ricardo. Ich wollte was erzählen, aber nicht, dass du es wieder ausspionierst und dann im Café da auf uns lauerst. Oh, Ricardo, ich verspreche, ich gehe nie wieder mit euch ins Café und ich gebe auch keine Beziehungstipps. Aber kann ich trotzdem zuhören? Hä, wieso? Was ist denn mit Ricardo? Ich meine, läuft da alles noch gut? Ja, das wollte ich sowieso noch fragen. Jetzt ging es die ganze Zeit um Philipp, aber was ist eigentlich mit dir und Ricardo? Ich mach's mir schon mal gemütlich. Oh Mann, ich bin immer so gespannt. Sowas ist total interessant. Also es ist so, heute Nachmittag treffe ich mich mit Ricardo und seinen Eltern. Die wollen mich unbedingt mal kennenlernen. Was? Echt? Oh Mann, das ist ja total krass. Ich habe gehört, dann geht's richtig los. Also das ist ja total ernst. Ach, Becky, mach dir auf gar keinen Fall Stress. Das wird gut und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Wenn Ricardo möchte, dass du seine Eltern kennenlernst, nimmt er eure Beziehung richtig ernst. Und dich kann man doch nur mögen. Die Lage ist leider ein bisschen anders. Also seine Eltern wollen mich kennenlernen. Also vor allem seine Mutter. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die ist nicht so ein Fan von mir. Also ich bin ein Fan von dir. Ganz klar, Becky. Du bist ganz, ganz große Klasse. Ach, Emma, ich glaube, das zählt jetzt nicht, ob du Becky magst. Außer bist du nur hier, um neugierig abzuhören. Vielleicht gehst du besser. Na gut, ich bin ja schon weg, Mann. Ich habe so gut wie gar nichts mitgekriegt. Nur, dass sie jetzt die Eltern von Ricardo kennenlernen. Toll, und wie geht's weiter? Also, naja, und ich weiß halt nicht, wie ich mich verhalten soll, weil ich meine, wenn seine Mutter mich jetzt irgendwie nicht schon mag, ich will ja auch einen guten Eindruck hinterlassen. Also, ich glaube, das schaffst du am besten, wenn du ein Geschenk machst oder so. Ja, irgendeine Aufmerksamkeit. Komplimente sind auch wichtig. Keine Ahnung, Hannah, hast du eine Idee? Ich meine, du hast ja auch schon Daves Eltern wahrscheinlich kennengelernt und Philipps Eltern kennst du doch auch. Was mache ich denn jetzt? Becky, wie gesagt, sei du selbst. Du bist so lieb und so süß. Die werden dich auf jeden Fall mögen. Okay. Verstell dich nicht. Ach, Ricardo, da bist du ja endlich. Du bist wirklich total spät von der Schule wiedergekommen. Ja, Mama, dir auch einen schönen Tag. Das ist ja wieder eine tolle Begrüßung. So, Ricardo, wir lernen ja heute zum ersten Mal deine Freundin kennen. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Mama, was ist das denn für eine Frage? Wir haben uns doch in der Schule kennengelernt. Also, in der Pause, ne? Also, da lernt man sich halt kennen. Ach, Steffi, du musst doch jetzt nicht die ganze Zeit nachfragen. Der Junge wird es uns schon erzählen. Und ich freue mich, deine Freundin kennenzulernen, Ricardo. Ja.
Danke, Papa. Ich meine, zumindest ist einer hier am Tisch auf meiner Seite. Naja, wie dem auch sei. Ich find's aber nicht so gut, dass du eine Freundin hast, Ricardo. An Stelle 1 sollte die Schule für dich stehen. Oh, ja, Mama, ich weiß. Aber in der Schule läuft es doch. Also verstehe ich gar nicht, was dein Problem ist. Ich meine, ich bin gerne mit Becky zusammen. Hörst du, Steffi, es geht ihm gut. Und naja, der Papa, dem geht's dann auch gut, wenn's dem Jungen gut geht. Also lass ihn doch. Papa, ich bin ganz ehrlich. Wärst du auch Mama, wäre das super. Also Papa und Mama. Weil Mama, die kann, glaube ich, Becky jetzt schon nicht leiden. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt oben auf mein Zimmer. Ich komme erst wieder runter, wenn wir dann zum Imbiss fahren. Tschüss. Ach Mensch, Carsten, musst du mir eigentlich immer so in den Rücken fallen? Also, Schule geht vor und der Junge braucht noch keine Freundin haben. Oh, Steffi, Schatz, findest du nicht, dass du da etwas zu streng bist? Ich meine, der Junge ist jetzt schon in der 7. Klasse. Ja, ich meine, so schlimm ist das doch nicht. Oh Mann, was ist hier wieder bei uns los? Ganz ehrlich, so möchte ich gar nicht, dass Becky meine Eltern kennenlernt. Ah, ich weiß, wenn der Ball jetzt reingeht, dann läuft das Date heute gut und... Oh nein. Ach, was macht Ricardo da oben schon wieder von Lärm mit seinem Basketball? Der soll seine Hausaufgaben machen, der Junge. Du, also was soll ich dazu sagen? Wahrscheinlich lässt er ein bisschen Dampf ab. Vielleicht gehe ich mal nach oben und rede mit ihm. Ich glaube, ich sollte dieses Date lieber absagen. Ich kann ja Becky anrufen und sagen, dass wir alle krank sind. Ja, wir haben alle die Grippe oder so. Ricardo, wie war das? Nein, wir haben hier nicht die Grippe. Uns geht es doch allen super. Und gleich gehen wir schön was essen, denn ich habe riesen Hunger. Aber Papa, ich meine, du hast es doch eben mit Mama mitbekommen. Können wir beide vielleicht nicht allein und Mama zu Hause lassen? Hä? Ricardo, nein, mein Junge, das geht jetzt auch nicht. Ich meine, wir müssen da als Familie hin. Und Mama, das wird sie schon hinbekommen. Die wird noch ganz nett, sage ich dir. Na gut, wenn du meinst, Papa, ich muss schon sagen, deine gute Laune ist echt ansteckend. Jetzt habe ich auch, denke ich eigentlich auch, dass es ziemlich gut wird. Oh Mann, ich habe echt ein ganz schönes Geschenk eigentlich für die Mutter gefunden. Die wird die Sonnenblume, glaube ich, mögen. Aber naja, für den Vater habe ich nichts. Wenn du mich fragst, Becky, die Blume ist so gigantisch, die reicht gleich für zwei Leute. Außerdem finde ich, man muss kein Geschenk mitbringen. Das ist schon in Ordnung alles. Und nach dem Date kannst du uns direkt anrufen. Dann können wir auch so eine Telefonschaltung machen. Wir wollen alles wissen. Ja, ist gut. Ich rufe euch dahin an. Bis später dann, Mädels. Danke nochmal. Tschüss, Becky. Viel Spaß. Du, Hannah, was glaubst du eigentlich, wenn das jetzt wirklich so schlimm ist mit der Mutter? Also, wenn die Mutter Becky nicht ausstehen kann? Keine Ahnung. Also, sowas hatte ich zum Glück noch nie. Aber wenn, stelle ich mir das ganz schön schwierig vor. Dann steht die Beziehung unter keinem guten Stern. Carsten, Ricardo, kommt jetzt. Wir müssen los. Na, dann wollen wir mal. Auf einen schönen Nachmittag. Und du hast bestimmt eine tolle Freundin. Ich sag mal so, solange Mama dran glaubt, dass sie super ist, dann wird auch alles super. Sonst stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Aber mal gucken, Papa. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt lernen wir ja die Rebecca kennen. Also, so toll wie ich wird sie sowieso nicht sein. Ach, wir warten jetzt hier wirklich schon eine Ewigkeit. Also, 5 Minuten. Das macht einen schlechten Eindruck, so spät zu kommen. Ja, Mama, aber es sind 5 Minuten und naja, also bei Becky dauert es manchmal halt ein bisschen länger. Naja, es wird sich auch bestimmt lohnen, Steffi, mein Schatz. Oder, Ricardo, ich meine, wenn wir lange warten, dann gibt es meistens auch eine tolle Überraschung, ja. Oh, da hinten ist sie, glaube ich, schon. Hey, Becky, hier! Hallo! Oh Mann, die Mutter guckt aber ganz schön grimmig. Ich bin ein bisschen zu spät, oh nein! Ricardo, du hast uns gar nicht erzählt, dass deine Freundin im Rollstuhl sitzt. Also, ich habe es nicht für nötig empfunden. Ich meine, mir ist das ziemlich egal und euch sollte es auch egal sein. Hi, Becky, grüß dich. Na, ich habe dich total vermisst. Gut siehst du aus. Oh, schau dir das mal an. Eine so junge und frische Liebe. Ist das nicht süß? Naja, süß. Also, das ist wirklich schon lange, ganz, ganz lange her, dass es bei uns so war. Okay, Becky, darf ich dir meine Eltern vorstellen? Das ist mein Papa Carsten und meine Mama Steffi. Ja, freut mich, sie kennenzulernen. Ich bin Becky, also Rebecca, und ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh, kleines, witzig. Eine Sonnenblume, na toll, also die stinkt und ich kann die auch jetzt überhaupt nicht transportieren, so ein Riesending. Leute, wollen wir nicht mal vielleicht in den Imbiss? Ich habe ziemlichen Hunger und wie das duftet, Pommes, Burger, oh toll. Guten Tag, die Damen und Herren, na, was darf es sein? Würstchen haben wir hier, Steak, Burger, Hotdogs, Pommes. Ich würde mal sagen, Ladies first. Ja, danke, mein Junge. Becky, was möchtest du denn haben? Ich dachte, Ricardo meint mich. Also ich hätte gerne eine Portion Pommes, ja. Kommt sofort, ist leider die letzte Portion Pommes für heute. Die Pommes sind mir ausgegangen, aber dafür sind sie schön frisch. Ach, na toll, ich hätte so gerne auch Pommes gegessen, aber du hast wohl die letzte Portion. Pech gehabt. Also von mir aus können Sie die auch gerne haben, Steffi. Also wir können auch teilen, ich bin bereit dazu. Nee, danke, dann nehme ich gar nichts. Carsten, bringst du mir dann bitte eine Limo mit? Mama, kannst du mir mal erzählen, warum du so schlecht gelaunt bist? Und lass es jetzt bloß nicht an Becky aus. Koffeinfrei, bitte. Oh Mann, ich glaube, das läuft ganz schön schlecht hier für mich, nur weil ich Pommes bestellt habe. Es tut mir leid. Alles klar, jetzt haben alle was, oder? Mhm. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Guten Appetit.
Du, Becky, ich hätte da eine Frage vielleicht. Also, der Ricardo hat uns gar nicht erzählt, dass du auf den Rollstuhl angewiesen bist. Wie ist es denn, also, wie ist es denn dazu gekommen? Also, das können Sie gerne fragen, weil mir ist es lieber, wenn man das direkt anspricht. Das ist seit der Geburt so. Das hatten Sie mir schon alles erzählt, das weiß ich. Also ja, wie gesagt, ich wurde so geboren quasi, also mit meiner Wirbelsäule und das macht mir aber nichts aus. Ich komme gut damit zurecht. Aha, okay, ja. Ich hatte da auch noch mal eine Frage. Mhm. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Der Ricardo hat gesagt, in der Schule. Ja, in der Schule, genau. Also diese richtige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, okay, kann ich auch erzählen. Ja, ja, mach ruhig. Mir macht das nichts aus. Ricardo und ich, wir mussten beide nachsitzen und beim Nachsitzen haben wir uns halt kennengelernt, weil ich gehe auch in die 5. Klasse und er in die 7. und dann konnte er mir gut bei den Aufgaben helfen und dann fand ich ihn einfach so toll. Habe ich das gerade richtig gehört? Nachsitzen? Ja. Ricardo? Das hast du mir aber nicht erzählt, das wusste ich doch gar nicht. Wussten Sie nicht? Also Ricardo muss häufiger vor nachsitzen. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen, voll ins Fettnäpfchen. Das ist doch jetzt egal, Mama. Und weißt du, wie lange das eigentlich her ist? Also seitdem muss ich auch gar nicht mehr nachsitzen, glaube ich. Und Papa wusste das. Also, das ist kein guter Umgang für meinen Sohn. Steffi, Schatz. Nachsitzen? Also, der musste bestimmt nur wegen dir nachsitzen. Nein. Wir haben uns nur noch kennengelernt. Also, er musste wegen was anderem nachsitzen. Und das tut mir leid, ich hätte das nicht erzählen sollen. Aber ich bin schon ein guter Umgang mit für ihren Sohn. Nein, also ich verlange, dass mein Sohn sofort diese Beziehung beendet. Er soll sich auf seine Schule konzentrieren. Oh, Mann. Steffi, Schatz, lass es doch einfach und setz dich wieder hin, bitte. Ist das jetzt dein Ernst, Mama? Du hast das Date hier ruiniert, danke. Also ich gehe jetzt. Und Ricardo, du hast mich gehört. Ich verlange, dass du mit deiner Freundin Schluss machst. Was? Nein, Mama, ich mach nicht mit meiner Freundin Schluss. Und warum willst du denn jetzt los? Wahrscheinlich, weil ich den Korb heute nicht getroffen habe im Zimmer. Oh, Ricardo, es tut mir total leid, dass ich das gesagt habe. Ich dachte, ich kann es erzählen, aber deine Eltern wussten das anscheinend nicht. Also deine Mutter und jetzt ist sie total sauer auf mich. Und jetzt willst du mit mir Schluss machen? Nein, natürlich nicht. Ich möchte nicht Schluss machen. Wenn wir auch nicht. Aber mit meiner Mutter, das ist nicht so gut gelaufen. Ich muss ja erstmal die Sachen klären. Mama, jetzt bleib doch hier. Oh, dieser Nachmittag hätte schlimmer echt nicht laufen können. Also du, Becky, mach dir keinen Kopf. Ich finde dich wirklich zuckersüß. Und mein Sohn Danke. Natürlich auch. Der ist, glaube ich, richtig verliebt. So habe ich ihn noch nie gesehen. Wirklich? Das kriegen wir schon hin. Mach dir keinen Kopf. Das ist wirklich nett, dass Sie das sagen. Hilft mir auf jeden Fall ein bisschen weiter. Oh, Becky, das wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht hinbekommen als Familie. Mach dir keine Sorgen. Und danke für die Blume. Und ich kümmere mich um deine Schwiegermutter. Also, nein, so meinte ich das nicht. Also ich kümmere mich um die Mutter von Ricardo natürlich. Okay, bis zum nächsten Mal, Becky. Oh, weia, so hätte ich mir das Date wirklich nicht vorgestellt. Was für eine Katastrophe. Und wer soll das alles essen?